Das hier ist der brandneue Mentalmagie-Zauberkasten der Weltmeister der Mentalmagie 2015, Tommy Ten und Amelie Fantas, den Clairvoyants. Bei America's Got Talent wurden sie zweiter Platz, international super erfolgreich, und das hier ist ihr Zauberkasten. Den packen wir jetzt zusammen aus, gucken, was drin ist. Bestenfalls werde ich damit jetzt Profi-Mentalist. Freigegeben ab 7 Jahren. Auspackdauer 10 Minuten. Vielleicht macht es mich doch nicht ganz zum Profi. Weg damit. Verpackung sieht erstmal ganz gut aus. Das Ganze habe ich mir tatsächlich nicht selbst gekauft, sondern bei einem meiner Workshops hat mir der liebe Chris aus der Community das Ding in die Hand gedrückt und meinte, hier, falls du für ein Video ein Unboxing machen möchtest. Super lieb von dir, Chris, aus Österreich. Vielen Dank. Und er hat mir auch noch den Card Magic Zauberkasten mitgegeben. Den packen wir aber vielleicht in einem anderen Video aus. Habt ihr da Bock drauf? Lass es mich wissen. Okay. Hier ist ein QR-Code und so ein Promotionscode. 10% Rabatt auf ein Ticket für ausgewählte Live-Shows. Okay, das sind hier jetzt die Erklärungen. Wenn man hier rum anfängt, ist das Ganze auf Englisch. Und wenn man das Heft umdreht, dann sind hier die ganzen Erklärungen auf Deutsch. Beziehungsweise, hier wird das Ganze nicht erklärt, sondern die Tricks werden nur vorgestellt. Also erklärt, was für Tricks da drin passieren. Und dann sind immer QR-Codes mit dabei mit Tutorials. Und ich muss das zwar zensieren, weil ihr habt den Zauberkasten nicht gekauft und deshalb kein Anrecht drauf. Aber schaut mal hier in der Mitte, da sind die beiden abgebildet, in der Mitte vom QR-Code. Das ist schon ziemlich cool. Und hier gibt es einmal 6 zauberhafte Tipps für eine gelungene Vorstellung. Das sind erstmal 6 solide Tipps, die würde ich genauso unterstreichen. Fachbegriffe der Mentalmagie. Was ist ein Aufsitzer-Effekt? Nämlich ein Zaubertrick, der erstmal anscheinend schief geht, nur damit ich dann einen draufsetze und zeige, oh, das ist noch viel krasser, als ihr dachtet. Deck. So wird ein Paket Spielkarten bezeichnet. Süß. Mentalmagie Multiple Outs. Präparieren, Routine, Vorhersagen. Alles Begriffe, die man aus meinen Videos kennt. Okay, und das war schon die ganze Einleitung. Bevor wir uns die Tricks angucken, nur noch eine technische Sache vorweg, und zwar, wo hab ich denn mein Handy? Ah, da. Wie sieht's aus mit dem QR-Code? Zack. Okay, ich komme auf deren Seite, theclairvoyance.com, und muss hier das Passwort eingeben. Okay, ich bin drin. That's what she said. Nee, he... Es gibt hier auch eine englische Version und hier kann man einfach durchscrollen und es sind dann so 5 bis 10 Minuten lange Videos, sehe ich hier gerade. Die meisten sind 7 oder 8 Minuten lang. Ich schaue mir mal beispielhaft eins der Videos an. 22 Sekunden gibt es erstmal ein episches Intro, bevor es dann zum richtigen Video geht. Meine Güte, das muss ich mir bei jedem Trick angucken. Aber es sind beide vor der Kamera. Eine Vorhersage vorbereitet. Ja? Aha, okay. Die wird jetzt hier oben in der goldenen Mitte. Okay, ich schneide jetzt. Okay, also Tutorials, verständlich, gut gefilmt, 2 Kameraperspektiven. Amelie und Tommy machen das selber, haben sich auch die Mühe gemacht, alles auf Deutsch und auch nochmal auf Englisch zu erklären. Ich kann mich nicht beklagen. Aber nicht meckern. Aber jetzt will ich mir die ganzen Tricks anschauen. Kommen wir erstmal zu Trick Nummer 1. Hier sind wie viele? 1, 2, 5 Bögen. Ich kann diesen Trick also nur 5-mal vorführen. Oh, Ultradruck. Halt, stopp! Stimmt nicht ganz, es werden Vorlagen angeboten, wo man sich die Sachen selber ausdrucken kann. Kannst du nicht lesen, soll ich es vielleicht auch größer schreiben? Bei Trick Nummer 1 kann ich meine Mentalistenfähigkeit des Zukunftsvorhersagens, ist das ein Wort? unter Beweis stellen. Ich kann die Zukunft sehen. Und zwar habe ich hier im Deckel dieses Zauberkastens eine Vorhersage versteckt, denn ich glaube jetzt schon zu wissen, wofür sich das Schicksal gleich entscheiden wird. Den fasse ich nicht an. Und hier befindet sich so ein selbstgebastelter Umschlag. Da darf mein Zuschauer jetzt nach Zufallsprinzip an einer dieser Linien mit dieser Schere das Ganze durchschneiden. Egal wo. Das Ding ist, es würde jetzt nicht so zufällig wirken, wenn ich das aussuche. 1, 2, 3, 4, 5 Linien. Nenne nach Zufallsprinzip eine Zahl zwischen 1 und 5. 5. Ja, jetzt ist die Frage, auf welcher Seite fange ich an? Das hier ist Kopf, das hier ist Zahl. Wenn Google Kopf sagt, fange ich hier an zu zählen. Wirf eine Münze. Das Ergebnis ist Zahl. Also hier, ja? Dann fange ich hier an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hoffe, ihr glaubt mir, dass das eine völlig willkürliche Auswahl war. Und an genau der Stelle köpfe ich diesen Umschlag. Die Sache ist die, was hat das jetzt genau bewirkt? Denn hier sind 2 Stücke, okay? Und zwar habe ich dadurch jetzt genau hier durchgeschnitten bei den 4 Assen. Es hätte auch der Würfel sein können oder der Martini oder was das sein soll, das Las Vegas-Schild oder das Geld. Aber ich habe durchgeschnitten an den 4 Assen. Und ohne diesen Deckel angefasst zu haben, was ihr mir einfach glauben müsst, dass ich das nicht irgendwie im Videoschnitt oder so anders gelöst habe, befindet sich hier etwas. Und ihr seht auch schon ganz genau was. Nämlich
die vier Asse. Na gut, jetzt nicht in genau der Reihenfolge, aber die vier Asse aus der Somnium Cards Galaxy Edition. Unsere brandneue, limitierte Somnium Edition auf 7500 Decks. Deck des Monats ist gerade übrigens die Cyber Edition. Also, wer die vermisst hat, ihr könnt da jetzt endlich wieder zuschlagen. Ich finde, es ist eine sehr schöne Illusion. Schlückchen kalter Honig. Wo ich gerade dabei bin, letzte Woche sollte ein Video von mir online gehen, wo ich auf der Holy Tour in Dortmund war. Das war der erste Vlog in diesem Jahr. Tatsächlich sogar eher im Street Magic Style. Es war halt 20 Minuten Zauberperformance von mir. Ich habe den berührt, der andere hat die Berührung gespürt und so weiter. Es waren richtig coole Tricks dabei. Aber leider darf ich dieses Video Stand jetzt gerade gar nicht posten. Das liegt an einer Holy-internen Sache. Ich habe ganz viele Spekulationen schon gelesen. Oh, hast du da irgendwie eine neue Sorte geleakt oder irgendeine Info geleakt? Nee, dann hätte ich die 10 Sekunden, wo ich das leake, einfach rausschneiden können. Aber ich darf aus bestimmten Gründen das ganze Video gerade nicht posten. Es kann sein, dass sich das ändern wird. Sollte das der Fall sein, werdet ihr es mitbekommen, denn dann geht das Video einfach online. Aber ob das der Fall ist, steht gerade in den Sternen und Holy möchte sich bei euch entschuldigen. Es gibt ja gerade die Möglichkeit, einen von zwei Holy Adventskalendern vorzubestellen. Und Holy hat gesagt, ey, Matti, tut uns unglaublich leid, dass deine Community da jetzt warten muss. Hau einfach mal den großen 150-Euro Squad-Kalender raus. Ja, und den darf ich einer Person von euch schenken. Dazu schreibt ihr mir bitte einfach in die Kommentare rein, was würdet ihr euch von mir in diesem Jahr noch für ein YouTube-Video wünschen. Das ist das Einzige, was ihr machen müsst und alle Kommentare, die diese Bedingung erfüllen, landen im Gewinnspielpott. Ich lose in 6 Tagen am Samstagabend nach meinem Workshop in Leipzig, zu dem ihr gerne vorbeikommen dürft. Da lose ich um 21 Uhr einen Gewinner aus, melde mich beim Gewinner in den Kommentaren, pinne den Kommentar an und wer das ist, das verkünde ich dann im nächsten Video am nächsten Sonntag um 14 Uhr. Viel Glück an alle von euch. Es kann leider nur einen glücklichen Gewinner geben, aber Dankeschön an Holy für diese Art Wiedergutmachung. Finde ich wirklich cool. Nächster Trick bitte. Es gibt hier eine deutsche und eine englische Seite. Wir nehmen jetzt mal die deutsche Seite für diesen Trick, logisch. Jetzt geht es nämlich darum, euch meine Gedankenlesefähigkeiten zu demonstrieren. Auch das gehört dazu, wenn man ein guter Mentalist sein will. Man muss nicht nur die Zukunft vorhersehen können, sondern auch Gedanken lesen können. Und weil das jetzt nicht so viel Sinn hat, die Gedanken einer Kamera zu lesen, habe ich euch meine bezaubernde Verlobte mitgebracht, inklusive Baby auf dem Arm. Erstmal habe ich hier mein Handy für dich. Ja. Das gebe ich dir einfach mal. Das kannst du erstmal kurz beiseite legen. Aber nur, dass du siehst, ich gehe ja da nicht dran. Und dann habe ich hier noch eine Schere für dich. Und diesen original aus Las Vegas mitgebrachten Zeitungsartikel. Magst du den bitte einmal, ich schaue weg, an irgendeiner Stelle einfach gerade zwischen zwei Zeilen einfach durchschneiden? Ich schaue auch weg. Ja, einfach ein gerader Cut. Oh Gott. Mit Baby auf dem Arm blind schneiden, immer eine gute Idee. Du hast dich entschieden für genau die Stelle hier? Ja. Okay, pass auf. Dann gebe ich dir einmal den Zettel in die Hand und du schaust dir bitte das oberste Wort an. Das erste Wort, zu dem du geschnitten hast, okay? Ja. Hast du im Kopf? Ja. Ja? Ich will den Zettel nicht sehen. Stell dir mal vor, die Bedeutung dieses Wortes wäre jetzt hier zwischen uns, ja? Also wenn dein Wort Apfel wäre, dann siehst du jetzt hier einen Apfel in meinen Händen. Okay. Ja? Oder wenn das Wort Haus wäre, dann wäre jetzt ein ganzes Haus zwischen uns. Hast du gesehen, was du gemacht hast? Nein. Wie groß du genickt hast? Ja, ja, das hat mir jetzt erstmal gezeigt, okay. Es ist eher was Größeres, ja? Ah, ja. Also es ist nichts, was du dir in meinen Händen vorstellen kannst. Okay, es ist was Größeres. Das ist schon mal ein guter Hinweis. Hallo Babylein. Du denkst an das Wort Bühnenbild, stimmt das? Stimmt das? Stimmt das, Babylein? Sagt ja. Babylein nickt. Sehr schön. Das Wort Bühnenbild. Jetzt ist die Sache die. Die Leute sind schon drauf und dran, mir in die Kommentare zu schreiben, Herr Matti, du kannst dir das doch vorher einfach heimlich durchgelesen haben. Und dann, wenn du siehst, oh, sie nickt groß, ja, dann weißt du, es ist Bühnenbild. Die Sache ist aber die, ich hatte dir mein Handy gegeben. Du weißt doch gar nicht, wo ich abgeschnitten habe. Ja, ja, aber ich habe dir mein Handy gegeben. Ja. Magst du mein Handy einmal entsperren? Ja, Fingerabdruck ist ja drin, ne? Ja, es funktioniert. Oha, da steht Bühnenbild. Da steht Bühnenbild, absolut richtig. Magst du einmal in die Kamera halten, dass ich eine Vorhersage geschrieben habe? Ja, ja, sollte man erkennen. Ansonsten, gib mal her bitte, dann zeige ich es in diese Kamera hier auf jeden Fall. Bühnenbild, absolut korrekt. Genau dort hast du den Cut gesetzt. Bühnenbild. Bühnenbild mit Kronleuchtern. Super. Bravo. Jetzt fragt ihr euch, wie sie mit dem Baby auf dem Arm klatschen konnte, ne? Und wie das funktioniert hat. Das verrate ich euch in einem anderen Video. Gut aufpassen, mit Ring. Okay, ich mach weiter.
Dankeschön, Maus, für die Hilfe. Was ich hier etwas doof finde, ist, dass wir erst die Gedanken des Zuschauers lesen, sich dann aber herausstellt, anhand der Vorhersage, dass ich die ganze Zeit ja eh schon wusste, auf welches Wort es hinausläuft. Ich habe es jetzt nur so vorgeführt, wie es auch von den beiden erklärt wird. Ich finde, das widerspricht sich in der Performance so ein bisschen. Es lässt sich vereinbaren, Reading und Vorhersage. Das lässt sich auf geschickte Art und Weise vereinbaren miteinander, aber nicht so. So, dann ist hier ein Kartenspiel, das Mental-Deck. Okay, die Schachtel ist schon mal eher Billo. So, das ist jetzt nämlich ganz spannend für mich, weil ich bin ja selber Spielkartenproduzent, habe meine eigene Marke hier, Somnium Cards. Ich kenne mich aus, was die Qualität von Karten betrifft. So, erster Test wie immer. Ah. Was sag ich denn da? Zauberkastenqualität. Bescheiden wie immer. Und weil es ein Mentalzauberkasten ist, dann vermute ich doch... Ah, ich glaube, ich lag falsch in meiner Vermutung. Ne, doch, ich lieg richtig. Aber ist richtig gut versteckt. Ja. Okay, ist sehr cool versteckt. Hier seht ihr das Backdesign. Zauberer von euch wissen, was ich gerade getestet habe. Ja, liebe Zauberer unter euch, genau das. Alle Nicht-Zauberer unter euch, ich wollte nur testen, ob die alle gerade gedruckt sind. Witzig, sogar die Frisur. Was? Wie sehen die Motive Ass, Pik Ass? Da sind deren Gesichter drauf. Das ist schon cool mit dem Logo und so. Das ist schon sehr, sehr nice. Ja, sieht relativ standardmäßig aus. Oh Gott, was ist das denn für ein Pik Bube? Das ist deren Hund. Aber das ist cool hier mit diesen Hintergrundelementen hier. Das Peak-Symbol mit dem Dreieck da und da sind so Wolken und Sonnenstrahlen. Amelie als Peak-Dame, Tommy als König. Oh, das ist aber ein sehr großes Karo-Symbol. Es sind genau die gleichen Motive, nur in anderen Farben. Bei ihm ist hier dieses Schloss im Hintergrund, sieht aus wie dieses Disney-Schloss. Und bei ihr sind hier irgendwie so Blumenblütenmäßig sowas. Dann sind noch mit dabei zwei, ich meine, identische Joker. Ende. Also es sind 54 Karten, keine Gaff-Karten oder sowas. Da, finde ich, muss man nicht sparen. Also wenn man schon so ein Zauberer-Deck in einen Zauberkasten mit reinlegt, dann kann man doch auch gleich zwei Gaff-Karten mit reinpacken, oder? Wie immer meckere ich über das Kartenspiel, Qualität miserabel. Hier ist aber cool, die haben eine Prediction drauf. Seht ihr das? Karo 8 als Vorhersage auf der Kartenschachtel. Design und so ist nice. Und was ich hier auch cool finde, das ist zwar deren Logo und das sind zwar die beiden hier abgebildet, aber es sieht nicht so hart aus nach, ich vergleiche es mal mit diesen aufgedruckten Ehrlich Brothers Bildern in den Ehrlich Brothers Zauberkästen. Wisst ihr, was ich meine? Wo überall wirklich einfach deren Gesichter drauf sind und du kannst nicht jemandem einen Zaubertrick vorführen, ohne dass du dabei Werbung für die Ehrlich Brothers machst. Und hier ist das so ein bisschen diskreter. Das finde ich cool. Damit kann ich jetzt unterschiedliche Zaubertricks vorführen. Aber im Videotutorial wird ein bestimmter Zaubertrick erklärt. Wir mischen das Ganze einmal durch und daraus wählen wir uns jetzt irgendeine Karte aus. Ich darf die nicht sehen. Ihr merkt sie euch bitte. Ja, ich zeige sie einmal in beide Kameras, aber ich bin weggedreht. Die Karte merkt ihr euch bitte, okay? Die kommt zurück, mittig ins Kartenspiel. Weg ist die Karte. Ich habe keine Chance mehr, irgendwie heimlich in Erfahrung zu bringen, welche eure Karte war. Aber was ihr nicht seht, ist, ich habe hier schon den nächsten Trick vorbereitet. Eine Vorhersage. Denn eure Karte war die Kreuz 7, wenn meine Force korrekt funktioniert hat. Das fühlt sich nicht richtig an. Ich glaube, ich lag falsch. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ja, Aufsitzertrick. Denn wenn ich das Ganze aufklappe, oh ja, es ist genau der Zaubertrick. Wenn ich das Ganze aufklappe, befindet sich hier eure Karte. Nämlich die Rückseite davon. Cool, oder? Ey, ich performe es genauso, wie es erklärt wurde im Video, okay? Nein, Spaß. Hier ist wirklich eine Spielkarte aufgedruckt. Und zwar der Joker, denn der Joker springt ein für jede Karte. Und damit liege ich richtig, oder? Nein. Okay, nächstes. Aber hierauf, mit 100%iger Trefferquote, befindet sich eure Spielkarte. Gut, oder? So, und jetzt müsstet ihr mir einmal zeigen, welche eure war. Kreuz 7 wollte ich treffen. Ich lieg daneben der Kreuz 7. Lag ich vielleicht eine daneben? War es vielleicht die Karo 3? Ja, okay, ich glaube, ich lag eins daneben. Wenn ich richtig falsch lag, nee, falsch richtig, dann dürfte eure Karte die Karo 3 gewesen sein, oder? Oh, ich hab's durchgerissen, oh Gott. Und ein Glück liege ich damit richtig in meiner Vorhersage. Yay! Also, absoluter Standard-Effekt.
Aber mega Kompliment an die beiden, denn erstens, das Ganze ist richtig groß auf DIN A2 gedruckt. Finde ich sehr cool. In genau dem Format habe ich meine Vorhersage auch immer für genau diesen Effekt, nur habe ich eine andere Performance dafür. Das sieht man bis in die letzte Reihe. Top! Denn meistens in so Zauberkästen ist dieser Trick auf DIN A4 gedruckt und das ist viel zu klein für einen großen Saal. Deswegen Kompliment, DIN A2 sieht man bis in die letzte Reihe, finde ich mega. Erstens das. Zweitens, häufig kriegt man einfach so ein DIN A4 Blatt und das muss man dann selber falten und das wird immer krumm und schief, vor allem wenn man so wie ich zwei linke Hände hat. So, und was haben die hier gemacht? Die haben es wirklich schon perfekt mittig vorgefaltet mitgeliefert. Man kriegt, guck mal, keine Kante schaut hier irgendwie schief rüber oder so. Das ist richtig schön sauber mittig gefaltet und so habe ich das geliefert bekommen. Da auf jeden Fall Kompliment. Ist ein absoluter Billo-Standard-Trick. So, also bisschen schade, dass es so ein Billo-Standard-Trick ist im Zauberkasten. Aber es ist die beste Ausführung von diesem Trick, die ich bisher in einem Zauberkasten gesehen habe. Formulieren wir es mal so. Als nächstes wird ein Kartentrick mit dieser Karte erklärt und das finde ich wirklich cool. Also, aufgepasst. Das ist meine Vorhersage. Ich lege hier einmal so mein Handy drauf, okay? Also mein Handy sorgt dafür, dass ihr seht, ich kann da nicht mehr rangehen. Jetzt darf mein Zuschauer aus dem Kartenspiel, das ich noch einmal kurz durchmische vorher, dieses Kartenspiel nehmen und sich frei entscheiden, wie viele Karten möchte er für den Trick benutzen. Er soll einfach Karten auf den Tisch legen und irgendwo aufhören. Zum Beispiel möchte er genau so viele Karten benutzen. Der Rest kommt erstmal beiseite. Und die ganzen Karten darf der Zuschauer außerdem zusätzlich noch auf zwei Stapel verteilen. Und die sollen ungefähr gleich groß sein. Also ich verteile es jetzt einfach mal so, weil auf die Art und Weise sind die wirklich 100% safe gleich groß. Ich habe hier eine Münze liegen, ja? Denn der Zuschauer soll sich jetzt für einen dieser Stapel entscheiden. Und damit ihr seht, dass nicht ich die Entscheidung treffe, machen wir das so. Zahl ist einfach mal der Stapel, Kopf ist der Stapel hier, okay? Ist noch eine 20-Cent-Münze aus dem vorletzten Zauberkasten-Unboxing oder so. Achtung! Peng! Was habe ich gesagt? Zahl das, Kopf das? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Okay, angenommen. Ach Gott, Kopf das hier. Herz 10. Okay, ich habe ja hier eine Vorhersage liegen, ne? Und dabei lag ich falsch. Oh, hier wäre das Pik Ass gewesen. Ey, ich war so nah dran, ne? Schaut mal ganz genau auf diese Karte hier, denn da steht ein Text. Du denkst an die Herz 10. Gut, damit habe ich euch jetzt auch schon wieder einen indirekten Hinweis gegeben, wie das funktionieren könnte. Aber genau solche Gaff-Karten mag ich sehr gerne, die so einen eigenen Reveal enthalten. Mal als Beispiel, wenn ihr unsere Somnium Cards Galaxy Edition gekauft... Oh Gott, oh, die Qualität. Ah. Sorry. Wenn ihr unsere Galaxy Edition gekauft habt, dann könntet ihr genau den gleichen Trick machen mit diesen zwei Karten hier, so dass am Ende beim Ausgang des Tricks hier die zwei Karten oben sind. Meine Vorhersage ist jetzt die Herz 7. Angenommen, mein Zuschauer trifft diesen Stapel hier, dann lag ich richtig. Angenommen, mein Zuschauer hätte aber den Stapel gewählt, oh, dann liege ich doch falsch. Ja, aber schau dir mal diese Weltraumforscherin ganz genau an. Welches Sternbild untersucht sie denn? Genau da, die Herz 7. Ja, also im Endeffekt ist es ein ähnliches Prinzip. Ich feiere sowas extrem, deswegen verstecken wir es immer wieder auch in unseren Somnium Editions drin, ja. Außerdem ist hier mitgeliefert so eine Herzdame, die das Kreuz Ass hochhält. Theoretisch könntet ihr auch mit der Karte, ich weiß jetzt nicht, wofür genau die hier vorgesehen ist, aber theoretisch könntet ihr den gleichen Trick auch mit der Karte machen, nämlich Herzdame und Kreuz Ass als Reveal in dem Fall. Dann sind hier noch solche Karten dabei und das sehe ich doch direkt auf Anhieb schon. Das ist genau das gleiche Zahlenprinzip wie bei Richard Sanders Powerball 60. Im Chris Angel Zauberkasten, glaube ich, waren solche Karten auch mit dabei. In letztes Jahr habe ich so einen Adventskalender unboxed, da waren die auch mit dabei. Wisst ihr was? Ich zeige euch kurz die Performance vom letzten Jahr, weil jetzt Roxy wieder weggegangen ist, aber ich habe das ihr letztes Jahr vorgeführt. Denk mal bitte an eine Zahl zwischen 1 und 60 und du hast sie bitte nur im Kopf, okay? Nur in Gedanken. Sag sie nicht laut. Okay. Du hast eine Zahl im Kopf? Ja. Ich habe hier ein paar magische Kärtchen und diese Kärtchen, die verraten mir deine Zahl. Pass auf, siehst du auf diesem Kärtchen hier, siehst du hier deine Zahl drauf? Nö. Siehst du hier deine Zahl? Ja. Nö. Auch nicht. Okay, nur auf diesen zwei Kärtchen war deine Zahl, korrekt? Ja. Ich habe sie jetzt auch verdeckt und du siehst, die haben alle die gleiche Rückseite. Das verrät mir jetzt auch nichts, ja? Aha. Aber ich scanne jetzt tatsächlich das Glück, dass diese beiden Kärtchen in Kombination mir verraten. Und das dürfte dann deine Glückszahl sein. Ist es die 33? Ja. Nice, okay. Ein guter Zauberer macht seine Tricks nie zweimal. Wenn du möchtest, können wir den Trick noch ein zweites Mal machen. Oha, ja. Ja? Ja. Dann denk bitte an eine andere Zahl zwischen 1 und 60. Okay. Du hast einen im Kopf? Yes. Okay, du kennst das Prozedere noch einmal schnell durchlaufen. Ist yes, hier deine Zahl drauf.
Und das jetzt nicht. Jetzt wird es schwieriger. Jetzt hast du 4. Ist dein Glückszahl 13. Genau, und genau den Trick könnt ihr mit genau diesen Karten ebenfalls machen. Ein sehr schöner Mentaleffekt. Powerball 60 von Richard Sanders, finde ich, hat das Ganze wirklich nochmal auf ein schöneres Level gebracht. Weil warum soll ich zum Zuschauer gehen und sagen, guck mal, ich habe hier so ein paar Zahlenkarten. Merkt ihr mal eine Zahl? Okay. So, und bei Powerball 60, finde ich, ist das alles gerechtfertigt. Es sind Lottoscheine. Ich habe sie selbst freigerubbelt. Stimmt sogar wirklich. Die werden verdeckt geliefert und man muss sie selbst freirubbeln. Sehr schön, dass die hier mit dabei sind. Würde ich einen Zauberkasten in der Richtung machen, würde ich genau solche Karten ebenfalls mitliefern. Ist auf jeden Fall immer ein Favorite von mir. Dann sehe ich, hier sind ESP-Karten dabei. Kreis, Kreuz, Welle, Quadrat und Stern. Die absoluten Classics. Damit kann man jetzt Folgendes tun. Ich gebe die meinem Zuschauer in die Hand und er soll sie erstmal durchmischen in irgendeine beliebige Reihenfolge, ja, damit das hier wirklich nach Zufallsprinzip stattfindet. Angenommen, er hat sie jetzt in diese Reihenfolge hier gemischt, okay? Und jetzt soll mein Zuschauer Folgendes tun. Und ich schaue jetzt die ganze Zeit weg, ja? Er soll eine Karte unter den Stapel legen und eine beiseite. Eine unter den Stapel und wieder beiseite. Und das wiederholt er so lange, bis er nur noch eine Karte in der Hand hat. Hier befindet sich die eine Karte. Ich schaue nach wie vor weg, aber ich spüre ja durch diese ESP-Symbole zumindest die Identität der Karte. Und das ist in dem Fall jetzt Licht. Es könnte der Kreis sein, weil er so knallgelb strahlt wie die Sonne, wenn es nicht hellgrün ist und ich auch trotz Farbenblindbrille falsch liege. Aber ich glaube in dem Fall eher Licht. Es ist der Stern. Stimmt das? Yes, das stimmt. Auch das gehört zu einem guten Mentalisten-Dasein dazu, dass man die Kraft und die Energie von solchen Karten spüren kann. Natürlich völliger Blödsinn. Schöner Effekt, klar kann man jetzt auch ganz viel Unterschiedliches mitmachen, aber das ist erstmal so der Effekt, der erklärt wird. Finde ich gut. So, hier ist was einzeln in Plastik verpackt. Das sieht doch so aus, als wäre das hier einzeln eingekauft bei einem Hersteller und dann einfach mit in den Zauberkasten gelegt. Und? Okay. Aha, Schachtel in Schachtel und da drinnen befindet sich ein Würfel. Und ich lege das einmal so hin, dass ich es blind finde. So, wir machen jetzt nämlich Folgendes, dass ihr wirklich seht, dass es Zufallsprinzip ist. Ich würfel den Würfel ordentlich durch, ja, und bewege ihn dabei wirklich. Ja, ich schaue weg die ganze Zeit. So, und jetzt packe ich ihn in das kleine Döschen rein. Einfach mal so vielleicht. Die Zahl, die jetzt oben zu sehen ist, die merkt ihr euch bitte, ja? Das ist nämlich eure Zahl jetzt. Ich bin die ganze Zeit weggedreht, okay? Und nur um sicher zu gehen, kommt jetzt auch noch ein Deckel drauf und ich glaube, jetzt kann ich schon gucken, genau, ab jetzt sieht man schon nichts mehr hier durch, wie ihr seht. Ja, ich könnte jetzt versuchen, hier so die Identität herauszufinden von eurer Zahl, aber nur um sicher zu gehen, dass ihr nicht glaubt, ich schummel, packe ich die Schachtel noch in eine größere Schachtel, okay? Also, keine Chance, hier irgendwas zu erhaschen. Das ist die 5, oder? Es ist die 5. Nice! Cool, ich bin erstaunt, dass das so einfach funktioniert hat, aber super, das ist der Trick. Und dann sehe ich doch hier jetzt schon, ja natürlich, ich sehe jetzt schon, was für ein Trick das ist, aber ich finde diese Schachtel hier wesentlich schöner als immer diese Billo-Plastik-Schachteln, in denen dieser Trick mitgeliefert wird. Das ist hier jetzt so eine schöne, fast schon selbstgebastelte Pappschachtel, aber also die fühlt sich wirklich besser an und sieht auch wirklich besser aus. Das Prozedere ist dasselbe wie gerade beim Trick, der Zuschauer darf sich für irgendeine Farbe entscheiden, nach Zufallsprinzip. Finde ich doof, dass es Farben sind, weil ich bin farbenblind und ich weiß dann gar nicht, ob ich richtig oder falsch liege in dem Fall. Aber ja, ich kann es euch einmal demonstrieren. Ich schaue jetzt weg, okay? Wir wählen jetzt nach Zufallsprinzip irgendeine Farbe aus. Ihr merkt euch einmal diese Farbe hier, okay? Der Deckel kommt drauf. So, jetzt kann ich nicht mehr sehen. Und zumindest nicht mit den Augen, die ihr seht. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, wisst ihr, was auch eine wichtige Fähigkeit als guter Mentalist ist, dass ich noch ein drittes Auge auf dem Hinterkopf habe. Ich öffne jetzt einmal den Deckel und Moment, ich muss den Winkel etwas ändern. Ja, so kann ich es gut sehen. Nice. Ich weiß jetzt nämlich, dass ihr euch entschieden habt für hellblau. Mein Hinterkopfauge ist ebenfalls farbenblind, also bitte verzeiht es mir, wenn ich da jetzt nicht ganz richtig liege. Aber ist das hellblau? Ich meinte das hier. Ja, das ist der Trick. Absolut Standard. Häufig in Zauberkästen dabei. Aber für ein 7-jähriges Kind vielleicht ganz okay. Außerdem ist hier mitgeliefert und das ist, glaube ich, ganz cool. Ach,
wenn ich mich, ich hab ein Messer, egal. Das ist hier, wenn ich mich nicht irre, so ein One-Ahead-Klappdeckel-Dingsgedöns. Da sind jetzt wieder die beiden und ihr Hund drauf abgebildet. Also wieder gleiches Ding wie auch beispielsweise bei den Ehrlich Brothers. Finde ich ein bisschen lame, aber okay. Hier könnte ich jetzt, glaube ich, mit dem Stift drauf malen und das doch wieder wegmachen. Das ist, glaube ich, ein Whiteboard-Marker. Hier kann man das One-Ahead-Prinzip nutzen. Ich zeige euch mal eine zerstückelt zusammengeschnittene Performance, was man hiermit machen könnte. Genau, die hinlegen und die in 90 Grad Winkel dazu bringen. Genau. Dazu kommen wir später noch. Erste Vorhersage, die schreibe ich hier einmal auf, den Zettel. Und dieser Zettel kommt in einen ersten Briefumschlag, auf dem eins steht, das muss. Haben Sie in Ihrer Kindheit ein Haustier gehabt? Peter. Ich mache eine zweite Vorhersage. Der Name einer Person, der wichtig ist in Ihnen. Einfach der Vorname von einer Person, der dir wichtig ist in Ihnen. Okay, Karin Anna. Karina. Und eine dritte Vorhersage möchte ich noch machen. Letzte Vorhersage, letzter Umschlag. Wir hatten einmal die Nummer 1, diesen Umschlag aber aufmachen. Als erstes hatte ich Sie gefragt nach einem Namen eines Haustiers. Was steht auf diesem Zettel drauf? Peter. Peter. Was war Peter für ein Tier? Meine Katze. Ich kann das Dankeschön. Umschlag Nummer 2 bei Ihnen. Was steckt in diesem Umschlag drin? Ne? Was ich gesagt habe. Sei mal gespannt. Ich hoffe, ich habe richtig. Was steht drauf? Kreuz 9. Jetzt nehmen Sie einmal die Hälfte weg und gucken Sie, an welcher Karte Sie abgucken. Das wäre hier. Genau. Einmal die Runde zeigen. Und anstatt drei Zettel in drei Umschläge zu machen, könnte man hier drei Vorhersagen hinter diese drei Deckel schreiben. Und hier unten schreibt der Zuschauer jeweils rein, woran er denkt. Das Endergebnis ist das gleiche. Aber mit diesem Stift kann ich auch noch mehr machen. Es wird außerdem ein mathematischer Trick erklärt. Dazu muss ich nur eben kurz was vorbereiten. Und ich habe hier unten eine Vorhersage wieder drauf geschrieben. Es geht wieder darum, die Zukunft korrekt vorhersagen zu können. Die habe ich jetzt einfach mal weggeknickt, aber ihr seht, das hier kann ich nicht ändern. Also, ich habe euch hier ein Zahlenfeld von 1 bis 16 hingeschrieben und ihr dürft euch aus jeder Zeile und Spalte eine Zahl aussuchen. Ihr seht gleich, wie genau ich das meine. Guck mal, ich mache das so. Hier eine 4, eine 2, eine 3 und ein Ass bitte auch einmal. Hier, Ass 2, 3, 4 und ich möchte, dass immer eine Zufallswahl stattfindet. Also, in der ersten Zeile, welche der vier Zahlen nehmen wir davon? Achtung, und ich schmeiß die Münze hoch und da, wo sie liegen bleibt, okay, das war jetzt, egal. Ist eine Zufallswahl, das ist jetzt hier eine 4, also die 4 ist jetzt dran. Und dadurch, dass wir jetzt aus der ersten Zeile die 4 gewählt haben, fällt der Rest dieses Stapels, oder dieser Spalte, Entschuldigung, schon einmal weg. Ja, das heißt, jetzt können wir noch eine von diesen 9 wählen. Also 1 bis 3, die 4 kommt weg. So, noch einmal. 1, 2 oder 3, also 5, 6, 7. Die erste, zweite oder dritte Zahl aus dieser Zeile. Welche soll es sein? Oh Schicksal, ich mach mal... Ey, ich habe keine Ahnung, wir nehmen die mittlere. Das ist jetzt hier eine 3. Okay, also die dritte Zahl aus der Zeile hier, das ist die 7. Der Rest fällt wieder weg. Auch die 3 ist weg. Es ist noch die 1 und die 2 übrig. Also erstmal 9 oder 10. Wir nehmen die hier. Das ist jetzt hier die 1. Also ist das die 9. Dann fällt die Spalte komplett weg. Und logischerweise bleibt dann nur noch die 2 übrig für die letzte Zeile. Also die 14. Ich hoffe, ihr habt verstanden, wie ich das meinte. Aber auf diese Weise haben wir uns jetzt völlig willkürlich durch einen Münzwurf und Kartenmischen und so weiter, und das macht normalerweise alles mein Zuschauer, auf die Weise haben wir uns vier Zahlen entschieden. Und diese vier Zahlen rechne ich jetzt zusammen. 7 plus 4 sind 11, plus 9 sind 20, plus 14 sind 34. Und ich habe ja gesagt, hier abgeknickt habe ich eine Vorhersage und natürlich habe ich die Zahl 34 abgeknickt. Vorhergesagt. Und der Trick funktioniert immer. Gut, weiter. Und ganz zum Schluss habe ich jetzt noch eine letzte Vorhersage für euch. Eine Vision von der Zukunft hatte ich noch. Denn der Zuschauer darf jetzt zu irgendeiner Karte abheben. Sagen wir mal genau zu der hier. Die merkt ihr euch bitte, okay? Die kommt zurück ins Kartenspiel. Und egal zu welcher Karte der Zuschauer jetzt abgehoben hätte, ich habe eine Vorhersage gemacht. Ja, ich greife in mein T-Shirt hinein, das ist absolut richtig, denn ich wusste, ihr würdet euch entscheiden für die Pik 3. Und das ist, glaube ich, nicht richtig.
Das fühlt sich nicht ganz richtig an. War es vielleicht eine mehr? War es die Peak 4? Oder die Peak 5? Oder die Peak 6? Oder die 7? Oder die 8? Oder die 9? War es vielleicht die Peak 10? Ja, zum Schluss nochmal so eine Gag-Karte. Lustig ist, dass das Backdesign auch wirklich langgezogen ist, als wäre es wirklich einfach so eine langgezogene, gestretchte Karte. Wie fandet ihr die Tricks hier raus und auch die Zusammenstellung, den Mix aus diesen ganzen Illusionen? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Was gebe ich dem in der Gesamtwertung? Ich würde sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wo 10 bedeutet, boah, das beste Zauberkasten ever, und 1 bedeutet, es ist auf dem Niveau von dem Zauberkasten hier, beziehungsweise es sollte ein Adventskalender sein, aber es war alles gemeinsam gemixt in eine Tüte und es waren einfach mehrere Tricks 4 oder 5 Mal dabei. Ja, auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich dem Ganzen vielleicht 6 von 10 Mattis geben. Das hier sagen also Tommy und Amelie ist der perfekte Mentalmagie-Zauberkasten für Kinder ab 7 Jahren. Ich habe auch schon für 150 Euro einen Zauberkasten gekauft, der Mentalmagie für Erwachsene erklärt. Und zu dem Video geht es genau hier. Oh oh, das Licht geht aus. So langsam müsst ihr klicken. Ihr habt nicht mehr viel Zeit, sogar das Logo ist aus. Hierfür habe ich keine Fernbedienung, das muss ich so machen. Und tschüss.